freuen sich mal, wenn der Kerl mit den großen orangen Händen und redet Tüdelkram. Aber das macht gar nichts, weil ihr werdet vielleicht feststellen, ja, ihr könnt es ja sofort sehen mit einem Blick in mein wunderschönes Antlitz, dass ich das Mikrofon jetzt nicht mehr am Kragen trage, sondern wieder oben an die Brille gemacht habe. Einfach weil es klackert nicht, wenn man in den Anschlag geht. Das Mikrofon hat immer den gleichen Abstand, egal in welche Richtung ich plaudere. Und was viel wichtiger ist, ich muss ja für euch pausenlos T-Shirts wechseln und jedes Mal fluppt dann dieses dumme Mikrofon am Hals irgendwo durch die Landschaft. Nee, ich mach das lieber so, ne? Dann glaubt ihr eben, ich wäre ferngesteuert, mir doch egal. So, ja, das habe ich gekauft. Das ist ein kleines Rotpunktvisier mit ohne Namen. Wenn ich dran denke, mache ich den Link unten drunter. Und das kommt sogar in einem Plastikkarton. Toll! Also das macht schon mal, das kostet wahrscheinlich die Hälfte vom ganzen Gerät. Und hier an der Seite kann man sogar ankreuzen. Black, DE, was heißt der DE? Weiß ich gar nicht. Gray, OG ist Olive Green und DE wäre Desert wahrscheinlich. Nichts davon ist angekreuzt. Wie praktisch. Aber... Es sind, aber ich halte euch das wenigstens mal kurz in die Kamera, ne? Schön tief, damit oben nicht wieder was abgeschnitten wird. Und, ja, es steht hier dabei 1913 Mounts und Glock Mounts. Das heißt, das Ding ist wirklich für Kurzwaffen gedacht. Es wird wahrscheinlich im Gegenteil bei mir irgendwo auf einer Langwaffe landen, aber das ist ja egal. Wichtig ist, guck mal, wie niedlich das ist. Es hat einen Überzieher. Es ist, es spiegelt irgendwie pink. Obwohl ich die Lampen so günstig hingestellt habe, dass jetzt nichts spiegelt. Naja, geht so, ne? Es ist winziglich klein. Es hat hier so Knöpfe an der Seite, ne? Mit Plus und Minus beschriftet. Und ist es jetzt hell genug? Ja, komm, also man kann es sehen. Ich klopfe mal ganz viel dran rum. Von vorne sieht man natürlich herzlich wenig, aber von hinten. Oh Mann, so lange dran rumdrehen, bis hier irgendwo. Da ist er, der Punkt. Da war er zumindest kurz. Da ist er, der Punkt. Also er ist da. Und das Ganze ist so winzig, dass man es hypothetisch auch auf kurze Kurzwaffen, sprich auf Stahlkugelkniften draufkriegen sollte. Dabei ist eine unübersehbare Menge von kleinen kurzen Schrauben und Imbusschlüsseln in verschiedener Größe, sowie eine Platte, die irgendwo drauf gehört, mit einer Kerbe hinten drin, die wahrscheinlich für den Schwalbenschwanz einer Glock oder 1913 oder sowas ist. Und einem Kunststoffschraubendreher für irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist wahnsinnig speziell. Ich habe den Preis schon wieder vergessen, aber ich könnte mir vorstellen, das ist so 27 Euro. Ich gucke nochmal nach, was ich bezahlt habe. Ne? Ich wisst ja, ich mache, wenn ich dran denke, einfach einen Link unten dran, dann könnt ihr selber gucken. Ja. Und warum brauche ich sowas? Na, gar nicht natürlich. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt auf der Airbag. Da ist ja so ein Monster von Rotpunktvisier jetzt drauf. Das wird es eigentlich auch tun. Das ist viel kleiner, viel leichter. Ist allerdings auch eine 20mm, sprich eine Picatinny-Schiene oder Weaver-Schiene, wenn man es so genau nehmen will. Das heißt, man braucht wieder einen Adapter, der das Ganze erhöht. Es gibt das bestimmt auch für 11mm und dann kostet es richtig Geld. So, gucken wir. Ach nee, hier runter wollen wir gar nicht gucken. Hier oben müssen wir drunter gucken. Da ist nämlich noch ein Lappen dabei. Und damit meine ich keinen Einwohner von Finnland, sondern ein typisches 3-Cent-Stück. Und eine ja, englische Anleitung, die einem wahnsinnig wichtige Dinge sagt, wie an, aus und rauf und runter und hoch und runter und überhaupt. Es gibt aber eins, was nicht dabei ist, nämlich Trommelwirbel, eine Batterie. Ich drehe das Ding erst an, ja, passiert nichts. Sollte da tatsächlich ich zu blöd sein, das Ding einzuschalten? Kann ich mir nicht vorstellen, ausgeschlossen. Haben die wirklich keine Batterie beigetan? Nein, haben sie nicht. Dann habe ich gesagt, na gut, dann gucken wir mal. Eine CR2032 habe ich ja unten reichlich liegen. Ich habe sogar noch welche nachbestellt wieder, weil die braucht man immer. Ja, die beiden Schrauben löst man, dann kommt die ganze untere Platte ab und dann kann man einfach eine 2032 einlegen. Da sind mir zwei Gründe aufgefallen, warum da keine Batterie dabei liegt. Die erste ist, wie kriegt man die da rein, die Batterie? Wenn man das Ding abnimmt, hüpft einem die Batterie nämlich entgegen, wenn eine drin wäre. Wenn man jetzt eine Batterie einlegt, also so klack, klack, lässt die los, bang, fliegt sie wieder raus. Dieses Spielchen haben wir hier mehrfach gemacht.
Man kann auch praktisch nicht dazwischen gehen und irgendwas einklemmen oder so. Letztlich habe ich es dann mit einem super feinen Schraubenzieher geschafft, die Batterie auf der einen Seite festzuhalten, während ich mit dem anderen Hand und der dritten Hand noch irgendwie das Ding da drauf gequetscht und dann festgeschraubt habe. Also unsäglich, absolut unsäglich. Der zweite Grund, der allerdings mir sehr viel logischer erscheint, ist der, es gibt hier keinen Hauptschalter. Das heißt, diese Tippschalter schalten das Ding aus. Das bedeutet, dass diese Dippschalter natürlich auch ständig mit Strom versorgt werden müssen, weil sie sonst nicht dippen könnten. Also, wenn das Ding jetzt jahrelang irgendwo im Regal liegt, wäre die Batterie sowieso leer, wenn sie wieder ankommt. Na schön. Also jedenfalls, das ist ein Rotpunktvisier. Das tut, was es soll. Es punktet rot und es visiert dann nebenher auch noch. Ich werde mal gucken, ob ich noch irgendwas in der Richtung bekomme für 11 mm. Weil immer irgendwas oben drauf zu tun. Ich habe ja so winzig kleine, flache, so super flache Adapter, mit denen das auch geht. Ich bin bis dahinter gekommen inzwischen. Ich habe euch die ja mal gezeigt, die man so zusammenschieben konnte. Nein, die muss man nicht feststellen, sondern diese Klemmen hier, die klemmen das Ganze auch auf 11 mm fest. Alles kein Problem, alles gut. Da muss man also nicht groß was dran machen, sondern das wird einfach nur hier reingeklemmt und dann drückt er eben auf 11 mm alles fest. Auch gut. So, dann tue ich hier diese beeindruckende Kappe hier wieder drauf. Da ist sogar eine Aussparung drin. Das ganze Gedöns kommt hier auch wieder rein, irgendwie. Und dann machen wir die Klappe wieder zu. Und dann hat man für so ein kleines Ding, so einen riesen Barker, das überlebt sogar den Versand mit der deutschen Bundespest. Schönes Kästchen eigentlich, ne? Wie gesagt, man könnte das ganze Gerät auch viel billiger anbieten, wenn dieses Kästchen nicht dabei wäre. Aber was soll's, es ist halt so. Und vor allen Dingen, wenn das Ding erstmal auf irgendeine Waffe montiert ist, dann ja, ist es da halt montiert, nicht wahr? Und dann ist das Kästchen leer für andere Aufgaben, wo sich bestimmt irgendwelche finden. So, das war ein super kurzes Video. 7 Minuten, ganze 7 Minuten habe ich hier rumgehockt. Dann würde ich sagen, war's das. Ich danke euch für den üblichen Grimmskrams. Man sieht sich wieder. Es ist echte Kerl mit den grünen orangen Händen und einem fürchterlich fusseligen Bart. Der ist in Kamera, einsmals wieder, ganz allein und mokmot. Oh, hau er, armer Kerl. So, das habe ich jetzt echt, jetzt kann ich und morgen. Und Knopf.